Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und die nächsten 3 Wochen will ich euch mein Ostermenü vorkochen. Heute fangen wir mit einer Vorspeise an. Ich habe es mir dieses Jahr ganz einfach gemacht. Und zwar mache ich einen ganz niedrig gegarten Lachs auf einem Spitzkohlsalat und der hat eine asiatische Note. Dazu habe ich mir schon hergerichtet. Chilischote, Ingwer, rote Zwiebel und ein Lachsfilet mit Haut, zerlassene Butter, einen Spitzkohl, Salz, Pfeffer, Zucker, Sesamöl, Sojasauce, Olivenöl und Weißweinessig. Als erstes streiche ich mir ein Backblech mit der flüssigen Butter ein, dann die Alufolie, den Lachs tue ich salzen und pfeffern. Dann setze ich den Lachs mit der Hautseite nach oben auf das Blech, decke ihn ab und schiebe ihn in den vorgeheizten Backofen bei 70 Grad 30 Minuten. In der Zwischenzeit löse ich die Blätter vom Spitzkohl, schneide ihn in Quadrate, die Zwiebel schäle ich und würfle sie. Den Ingwer schälen, fein reiben, die Chilischote halbieren, Kerne entfernen und klein würfeln. Jetzt mische ich mir mein Dressing aus Weißweinessig, Sojasauce, Sesamöl, Olivenöl und ein bisschen Zucker. Die Chilischote kommt noch mit hinein und dann rühre ich das gut durch und dann lasse ich den Spitzkohlsalat ziehen. Der Lachs ist fertig, wenn sich die Haut leicht vom Fleisch ziehen lässt. Meinen Spitzkohl habe ich angerichtet. Dann schneide ich den Lachs in Tranchen und setze ihn auf den Spitzkohl. Und das ist ein ganz einfaches, leichtes Einstiegsgericht für mein Ostermenü. Ich würde mich freuen, wenn es auf Facebook vorbeischaut. Ich stelle jeden Tag ein neues Rezept ein. Dann habt ihr Anregungen und wisst, was kochen könnt. Bis zum nächsten Mal, dann präsentiere ich euch meinen Hauptgang.